15er Streak, was? Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder hier auf dem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Video. Gestern kam Season 3 raus und wir haben einiges Neues bekommen. Battle Pass, neue Waffen, neue Maps, neue Operator und vieles mehr. Auf jeden Fall schauen wir uns heute eine der beiden Waffen an, bevor es losgeht. Ich wollte euch nochmal kurz Bescheid sagen. Falls ihr PlayStation Plus besitzt, beziehungsweise auf der PlayStation spielt, habt ihr aktuell die Möglichkeit, ein Gratis-Bundle zu bekommen. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist im PlayStation Store einfach Modern Warfare einzugeben, dann ein bisschen runter zu scrollen, bis ihr dann das kostenlose Combat-Paket findet mit diesem Skin und einer Waffenvariante und noch Kleinigkeiten. Die Waffenvariante, die ihr bekommt, ist eine goldene Variante für die K98, was auch relativ nice ist. So viel auf jeden Fall dazu und jetzt kommen wir erstmal zu der Waffe, die wir heute zocken. Und zwar geht es um die Gratis-DLC-Waffe, die sich jeder holen kann. Und zwar ist das die Renette, die wir auf Level 15 im Battle Pass bekommen. Diese Waffe ist eigentlich eine Einschusswaffe, aber wenn man sie ein bisschen levelt, kann man ab Stufe 46, glaube ich, den Burst aktivieren, beziehungsweise den Burst freischalten. Und zusätzlich kann man noch Akimbo aktivieren. Ich habe auf jeden Fall zwei Klassen-Setups für euch am Start, also meine persönlich besten Klassen aktuell für die Klasse. Zum einen ein Akimbo-Klassen-Setup für den Nahkampf, da ist die Waffe wirklich sehr, sehr stark im Nahkampf. Und als zweites haben wir das Ganze nochmal ohne Akimbo, also quasi ein normales Klassensetup für diese Waffe. Bevor wir jetzt in die Runde starten, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein kostenloses Abo da, würde mich echt mega freuen. Wir stehen jetzt kurz vor den 2600 Abonnenten. Vielen Dank nochmal für den Support und ich würde sagen, wir starten in die Runde. Let's go! So, erste Runde auf Backlog. Die K-Klasse, die ich hier am Start habe, ist übrigens die Variante, die man quasi in diesem Gratis-Bundle bekommt. Und jetzt haben wir hier quasi die Akimbo Renetti, besser bekannt auch. Okay. Das wollte ich nicht. Die Renetti-Pistole ist quasi sowas wie die Rafika aus Modern Warfare 2. Also wirklich gute Erinnerungen kommen da hoch. Im Nahkampf ist dieses Klassensetup auf jeden Fall sehr, sehr OP. Natürlich, wenn ihr jetzt irgendwie einen Gegner auf die Distanz holen wollt, ist das jetzt nicht unbedingt die richtige Klasse, beziehungsweise die andere Klasse, die ich dafür habe, ist ein bisschen besser geeignet. Ich muss ehrlich sagen, der erste Eindruck von Backlot ist ein bisschen negativ. Ich weiß, sie haben eigentlich nicht wirklich was an der Map verändert. Aber trotzdem lässt sich diese Map irgendwie ein bisschen anders spielen als damals. Deswegen ist es ein bisschen komisch. Auf dieser Map wird auf jeden Fall extrem viel gekämpft, was natürlich auch zu erwarten war, da die Map eigentlich wirklich extrem verwinkelt ist. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass diese Klasse so als Backup im Warzone-Modus eigentlich ganz okay ist, wenn man jetzt quasi im Häuserkampf ist. Vielleicht der Gegner irgendwie ein Sturmgewehr hat, beziehungsweise man selber einfach nur ein Sturmgewehr hat, was eigentlich eher so auf Distanz ausgelegt ist. Und dann quasi mit dieser Akimbo-Waffe im Nahkampf die Gegner holen kann, könnte ich mir schon relativ OP vorstellen. Ich will natürlich nichts versprechen, ich habe das noch nicht ausgetestet, ich werde das aber trotzdem testen. Was ich auf jeden Fall noch machen werde, ist natürlich noch ein Video zu der neuen DLC-Waffe, beziehungsweise der anderen neuen DLC-Waffe. Und das ist ja die SKS, hallo? Eigentlich sind die meisten ja davon ausgegangen, dass es quasi sowas wie eine Sniper ist, aber es ist jetzt im Endeffekt doch eine DMR gewesen. Beziehungsweise als wir wussten, dass es die SKS wurde, wussten wir eigentlich auch schon direkt, dass es jetzt nicht unbedingt eine gute Sniper wird. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr den Battle Pass aktuell findet. Also ich muss sagen, die Items, die quasi in dem Battle Pass sind, sind sehr, sehr nice geworden. Natürlich, die Waffen, da hätten wir, glaube ich, alle ein bisschen mehr erwartet, beziehungsweise wenigstens eine richtige Sniper, weil das, was wir jetzt bekommen haben, ist eigentlich eine Pistole und eine DMR, die wir jetzt quasi auch schon hatten. Denn die SKS lässt sich relativ ähnlich spielen wie die EBR und das ist quasi eine Waffe, die wir jetzt schon seit Release in dem Game haben. Ich muss auch sagen, der Warzone-Patch ist wirklich gut gelungen. Also die Waffen, die man jetzt quasi standardmäßig am Boden findet, sind alle wirklich sehr, 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 sehr nice. So, wir sind jetzt hier wieder auf Horvath Sawmill. Ich weiß nicht, wie ich diese Map finden soll, immer noch nicht. Ich glaube, diese Map ist für Sniper eigentlich ganz gut, da man quasi nur drei Wege hat, um auf die andere Seite der Map zu kommen. Es gibt in den meisten Fällen einfach immer jemanden, der hinten irgendwie abcampt und einfach alles abaimt und dann hat man einfach keine Chance, auf die andere Seite der Map zu kommen, gefühlt. Das ist echt ein gutes Gefühl, wenn man jetzt quasi mit dieser Waffe irgendwie durch die Gegend rusht und trotzdem irgendwelche Gegner bekommt. Ich kann euch wirklich nur einen Tipp geben, wenn ihr jetzt irgendwie Probleme habt, die Waffe hochzuleveln, denn quasi ohne Aufsätze bzw. ohne den Burst-Modus ist die Waffe jetzt nicht unbedingt stark. Besser gesagt, im Nahkampf hat man einfach weniger Chancen, weil die meisten Leute halt einfach mit Sturmgewehr oder MP spielen. Deswegen kann ich euch nur den Hardcore-Modus empfehlen, da ihr dort quasi die Gegner fast immer One-Shot hitten könnt bzw. einfach viel, viel schneller Kills machen könnt. Ich glaube, die Renetti ist auch wirklich eine gute Waffe für Leute, die jetzt mit der Primärwaffe snipen wollen, beziehungsweise einfach eine Sniper dabei haben und quasi als Secondary einfach so eine extrem starke Waffe brauchen, um im Nahkampf halbwegs gut am Start zu sein. Ah! Oh, was? Digga, was? Wie habe ich das überlebt? Wie toll! Was? Absolute Lieblingswaffe ab jetzt. Let's go! Ich liebe diese Waffe. Ich spiele sie jetzt nur noch. Sie ist im Nahkampf hier absolut gut. Komm, komm, bleib stehen. Let's go. Was ist hier gerade los? Sie chillen alle hier. Ich weiß gerade selber nicht, was abgeht. Okay, den oben müssen wir irgendwie snacken. Nein, nein, nein! 15er Streak, was? Komm schon. Ah, sie müssen Ziele. Okay, belassen. Es war ja klar, dass sie von der Shotgun geholt werden musste. So, ich glaube, ihr konntet sehen, dass diese Akimbo-Variante schon extrem OP sein kann, vor allem im Nahkampf. Natürlich, wenn ihr jetzt irgendwelche Tryhards habt, ist es vielleicht nicht so sinnvoll, jetzt unbedingt diese Waffe zu nehmen. Ihr müsst leider extrem viel mit der Waffe spielen, um dieses Klassensetup so spielen zu können. Ihr müsst Level 46 sein, was, glaube ich... Wieso?
zweiter Versuch. Ihr müsst auf jeden Fall Level 46 sein, damit ihr quasi die Burst-Variante von der Renetti spielen könnt. Bei den Aufsätzen müsst ihr nebenbei beim Lauf den MK3 Salven-Mod. Das ist quasi der Aufsatz, der die Waffe zu einem Burst-Monster macht. Beim Laser benutzt ihr den 5mW Laser, das ist der zweite, den man freischalten kann. Der Laser ist natürlich auch extrem wichtig dafür, dass ihr quasi ein bisschen besseres Aim aus der Hüfte habt, beziehungsweise dass ihr ungefähr wisst, wo ihr hinschießt. Dann bei der Munition benutzt ihr das 27 Schussmagazin, dass ihr wirklich genug Patronen am Start habt. Und beim Griff habe ich den XRK Pro Grip für die Rückschusskontrolle. Und das ist auf jeden Fall meine Akimbo Burst-Variante der Renetti. Sehr, sehr stark. Ich war selber gerade überrascht, wie stark diese Waffe sein kann. Und schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung dazu in die Kommentare, wenn ihr das Ganze testet. Ich glaube, ich werde das trotzdem nochmal im Warzone-Modus separat austesten, irgendwie privat. Und wie gesagt, ich habe gleich noch ein zweites Klassensetup für diese Waffe ohne Akimbo. Da ist die Waffe auch halbwegs in Ordnung. Ich würde sagen, zocken wir einfach ein bisschen weiter ohne Akimbo jetzt diesmal das andere Klassensetup. Und wir sehen uns in der Runde. Let's go. Und das ist die Variante der Renetti ohne Akimbo. Ist auch sehr, sehr nice, das Klassensetup, wie ich finde. Natürlich im Nahkampf ist die Akimbo-Variante um einiges besser. Gönnt euch einfach mal diesen heftigen Sound. Ich muss wirklich sagen, mit einer Kombination mit einer Sniper macht diese Waffe wirklich extrem viel Spaß. Ich habe jetzt hier einfach mal dieses GI-Mini-Rotpunktvisier draufgepackt. Natürlich könnt ihr das Ganze einfach weglassen oder einfach ein anderes Rotpunktvisier draufklatschen. Er ist immer noch hier. Da kommt noch einer. Ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ich glaube, ich wollte irgendwas sagen. Hitmarker. Ich habe auch gestern das erste Mal den Quad-Modus in Warzone gezockt. Ehre genommen. Und ich muss sagen, ich bin noch nicht 100% überzeugt von dem Modus. Es ist extrem stressig zu viert. Ich fühle jedes Mal, wenn man einen Gunfight mit einem Team hat, kommt plötzlich aus irgendeiner Ecke 7 andere Teams und rushen einen komplett tot. Und ja, ist natürlich alles nur Geschmackssache. Das Warzone Season 3 Update ist trotzdem sehr, sehr gut gelungen. Man hat extrem viele coole Waffen, die man jetzt quasi so finden kann. Was ich nicht nachvollziehen kann, dass im Solo-Modus die Waffenkisten genauso viel kosten wie im Vierer-Modus. 10.000 für eine Einzelperson ist schon ein bisschen schwierig. Ich glaube, die sollten da noch ein bisschen runtergehen. Aber sonst ist das Update in Warzone auf jeden Fall eine 1 Plus mit Sternchen geworden, finde ich persönlich. Wieso? Backlot ist echt wirklich ein schwieriges Thema. Damals war es eine wirklich gute Map, aber ich glaube dadurch, dass in diesem Game bzw. in Modern Warfare alles so detailliert ist, dass überall so viele Features sind und alles so extrem verwinkelt ist, obwohl sie eigentlich gar nicht so viel an der Map verändert haben, ist es bei den falschen Gegnern wirklich echt eine schwierige Map zu spielen. Es hört sich einfach so nice an, wenn man mit dieser Waffe irgendwie schießt. Dieser Schalldämpfer erzeugt einfach so einen extrem nicen Sound. Was? Wo kommt er? Er spawnt einfach da. So, ich zeige euch jetzt erstmal, wie übertrieben OP diese Burst-Pistole einfach im Hardcore-Modus ist. Also da levelt ihr die Waffe erstens viel, viel schneller und allgemein, wenn ihr so Hardcore spielt, ist die Waffe einfach ein absolutes Biest. Sobald ihr die Gegner halbwegs im Visier habt und abdrückt, ist der Gegner eigentlich so gut wie tot. Das war auch wirklich der Modus, mit dem ich wirklich am meisten und beziehungsweise am schnellsten gelevelt hat, weil man einfach viel, viel schneller und viel, viel leichter Kills machen kann. So, bevor es jetzt weitergeht, zeige ich euch erstmal mein zweites Klassensetup mit der Renetti ohne Akimbo. Auf jeden Fall nehmt ihr hier bei den Aufsätzen bei der Mündung den Monolith-Schalldämpfer, beim Lauf wieder den Salvenlauf, der dritte, den man freischalten kann. Dann beim Visier habe ich das GI-Mini-Rotpunkt-Visier, ihr könnt auch theoretisch jedes andere Visier nehmen, worauf ihr Lust habt. Beim Schaft habe ich den FTRC Satus CSX-Schaft, das ist der zweite, den man freischalten kann. Und als Griff habe ich den XRK Speed Grip für die ZV-Geschwindigkeit und das Sprinten zum Feuertempo da, was hier wichtiger ist als bei Akimbo, da man quasi hier wirklich in den Zoom rein muss. Und das ist auf jeden Fall mein zweites Klassensetup mit der Renetti, also finde ich auch sehr, sehr stark. Gehört für mich jetzt aktuell schon zu den Top 3 Pistolen. Ich habe vorhin gesehen, dass es auch ein Sniper-Visier für die Waffe gibt und ich würde sagen, ja, wir testen das Ganze jetzt einfach mal. So, let's go. Ich glaube, das kann wirklich nicht gut gehen. Ich habe zusätzlich noch den Dosenschalldämpfer draufgepackt, dass die Reichweite noch ein bisschen erhöht wird. Ja, ich glaube, das wird nichts. Sieht auf jeden Fall sehr, 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 sehr komisch aus. Auf jeden Fall nochmal danke für den Support auf die letzten Videos. Ich habe ja quasi das mit dem Hashtag eingeführt, dass ich quasi immer im Verlauf des Videos irgendeinen Hashtag sage, den ihr dann gerne in die Kommentare schreiben könnt. Alter, es ist so schlecht. Es haben auf jeden Fall extrem viele Leute in die Kommentare geschrieben. Auf jeden Fall danke nochmal für den Support hier. Auf jeden Fall habe ich mir in diesem Video gedacht, ich schalte das Ganze mit dem Hashtag quasi so als kleine Umfrage. Welche DLC-Waffe findet ihr besser? Findet ihr die SKS besser oder die Renetti? Schreibt mir da gerne mal in die Kommentare Hashtag SKS oder Hashtag Renetti, welche Waffe ihr persönlich einfach besser findet. Oder so, um mir nochmal eine vernünftige Runde zu bekommen. Mal gucken, ob das was wird. Ich weiß es nicht. Ach, Digga, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll zu der Waffe. Einfach nur
Heftig. So, das wäre es jetzt auf jeden Fall von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, lasst gerne ein kostenloses Abo da, um nichts zu verpassen. Ich werde natürlich versuchen, auch ein Video zu der SKS zu machen. Und Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.